Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zur zweiten Konferenz in diesem Jahr. Der dritte Spieltag steht an. Die Länderspielpause ist endlich vorbei. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator und ich kommentiere das alleine alles am Stück. Und ja, dementsprechend sind auch mal Sprachfehler dabei. Nehmt mir das nicht zu übel. Ansonsten habt einfach Spaß beim Zuschauen, ist alles nicht so ernst zu nehmen, es ist einfach nur FIFA und ein bisschen zusammengeschnitten. Aber naja, viel Spaß jetzt beim Zuschauen, ich habe schon wieder zu viel gelabert. Los geht's. Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen in der Konferenz. Wir melden uns am Samstag um 15.30 Uhr zunächst aus der Allianz Arena. Bayer Leverkusen ist hier zu Gast und man steht bei Heiko Herrlich schon so ein bisschen vor der Frage, kriegt das jetzt hier in Leverkusen bzw. zu Gast in München mit den Leverkusenern rumgerissen. Es wird eine wirklich schwierige Aufgabe und die Bayern werden es auch sicherlich sehr gerne haben, hier das Spiel zu dominieren, im Endeffekt die drei Punkte sicher mitnehmen zu wollen, aber da stehen eben diese 90 Minuten dem Ganzen noch bevor. Wir schauen eine Station weiter nach Mainz. Hier ist man besser als Leverkusen gestartet, sowohl in Mainz als auch bei den Gästen in Augsburg. Stehen 4 Punkte nach 2 Spielen doch sehr gut in der Tabelle da. Man ist absolut zufrieden, es steht eine offene Partie bevor. Wir schauen weiter nach Düsseldorf. Und der Aufsteiger möchte jetzt die ersten 3 Punkte der Saison festmachen. Zumindest einen Punkt konnte man sich in Leipzig erobern. Das war schon ein Achtungserfolg. Definitiv ein 1:1 bei den Roten Bullen zu erobern. Aber jetzt kommt die TSG aus Hoffenheim, die sich mit dem 3:1 gegen Freiburg sehr überzeugend in diese Bundesliga-Saison mit einem Sieg im ersten Heimspiel angemeldet hat. Also eine offene Partie, aber Tendenz eher Hoffenheim. Ab nach Wolfsburg. 2 der wenigen Teams, die noch ungeschlagen sind und die vor allem beide Spiele gewonnen haben, treffen hier in Wolfsburg aufeinander. In der Volkswagen Arena ist die Hertha zu Gast. Die Hauptstadt ist auch mächtig im Gästeblock mit angereist. Man erhofft sich hier logischerweise die nächsten 3 Punkte, aber der VfL Wolfsburg unter Bruno Labbadia in dieser Saison scheinbar richtig eingestellt. Wir schauen noch auf die Aufstellung von Wolfsburg und gehen dann nach Leipzig, wo bereits der Anpfiff unmittelbar bevorsteht. Wir sehen noch Timo Werner, die letzten Klänge der Einlaufhymne laufen noch und dann wird diese Partie angepfiffen. RB Leipzig wie immer in den roten Hosen und den weißen Trikots im heimischen Red Bull Arena. Hannover 96 ist zu Gast. Die sind zwar mit 2 Punkten auf der Tabelle nicht so gut zu sehen, aber dennoch gegen Bremen und gegen Dortmund 2 Achtungserfolge, die Remis jeweils waren sehr ansehnlich. Leipzig hier aber direkt von vorne beginnen. Wollen sie vorne drauf gehen und Tor Düsseldorf. Machen. Michael Esser mit der Parade und das erste Tor schon in der Konferenz, ab nach Düsseldorf. Die frühe Führung für die Gäste, 4. Spielminute, Leonardo Bittencourt mit dem 1:0. Düsseldorf eiskalt erwischt, Rensing ist machtlos und so geht es mal richtig schlecht los für den Aufsteiger. Über die rechte Seite hat Kaderabek zu viel Platz, dann ist Bittencourt von Zimmer etwas alleine gelassen, auch Zimmermann steht nicht an seiner richtigen Stelle, dann hat er etwas Glück, dass der Ball vom Pfosten in den Kasten prallt. Tor in München! Mit diesen Jubelbildern gehen wir nach München, wo jetzt der nächste Treffer in der Konferenz gefallen ist. Geht ja gut los hier. Auch hier führen die Gäste Kevin Volland. Ebenfalls 4. Spielminute. Bayer 04 Leverkusen spielt sich hier früh in Front und Heiko Herrlich dürfte das freuen. Sein Plan scheint aufgegangen zu sein. Sie ging von vorne an gut drauf und Kevin Volland steht dazu frei. Boateng kann nur noch reingrätschen, kommt nicht mehr ran. Neuer aus der Distanz. Kann man ihm aber auch keinen Vorwurf machen. Perfekter Start also für Leverkusen. Jetzt müssen sie auch was reißen. 2 Niederlagen zum Auftakt in dieser Saison ist nicht der Maßstab. Jetzt war die Frage,
Wie können sie sich gegen Bayern München schlagen? Momentan sieht es gut aus, aber wir sind noch ganz frisch in der Partie. 86 Spielminuten stehen noch mindestens auf der Uhr. Plus X für die Nachspielzeit. Wie wird jetzt die Elf von Niko Kovac darauf reagieren? Ein Rückstand mussten sie ja noch nicht korrigieren, aber gegen Hoffenheim sah es nach dem 1:1 auch erstmal nicht so rosig aus. Am Ende gewann sie trotzdem. Das ist Thomas Müller jetzt mal wieder. Thomas Müller, Gnabry, Lewandowski und Müller steht am Ende der Verwertungskette und gleich aus. Was für eine Anfangsphase hier in der Allianz Arena. Bayern München macht das, was Bayern München halt so tut. Özkan ist ohne Chance. Klasse gespielt. Müller, Gnabry, Müller, Lewandowski und wieder Müller. Eiskalt. Dragovic kann nur hinterher schauen. Bender noch nicht wieder im Aufgebot dabei. Und so steht es 1:1. Wir geben nach Mainz. Hier ist es noch nicht ganz so turbulent losgegangen. Mit 2 Toren können wir nach knapp 10 gespielten Minuten noch nicht dienen. Doch es ist auch durchaus ansehnlich. Es ist noch nicht die große Chance bei rumgekommen. Und dennoch versuchen hier beide Teams spielerisch etwas auf den Plan zu bringen. Tor in Düsseldorf. Und der nächste Treffer in Düsseldorf ist gefallen. Gehen wir natürlich wieder hin. Hier gleicht die Heimmannschaft aber nicht aus, sondern kassiert den 2. Treffer und ist wieder Leonardo Bittencourt. Was für ein Blitzstart der Sinsheimer. Die Elf von Julian Nagelsmann schießt sich hier so richtig in Modus. Grilic, einmal weitergeleitet von Scholloy. Und dann bekommt Bittencourt wieder keinen Druck. Hoffmann läuft nur nebenher. Für Rensing ist wieder nicht zu halten. Es steht 0:2. Wir geben nach Wolfsburg, wo es noch torlos 0:0 steht. Hertha hatte gerade eine ganz gute Möglichkeit. Castells hält hier aber gegen Pascal Köpke. Mittelstädt hatte es in der englischen Woche etwas erwischt, verletzungstechnisch. Deswegen eben Köpke, der Neuzugang aus Aue, aufgestellt. Hertha macht das hier sehr gut. Sie wollen hier unbedingt die 3 Punkte festmachen, verbarrikadieren sich nicht nur hinten, aber nach dem 2:0 in Gelsenkirchen wissen die Wolfsburger auch, dass sie da aufpassen müssen. Tor in München. Lazaro klärt, wir schauen wieder nach München. Der absolute Wahnsinn. 2:1 für Bayern München. Serge Gnabry macht das Ding rein. Keine Viertelstunde gespielt und die Allianz Arena hat bereits 3 Treffer gesehen. Ribéry scheitert erst noch am überragend reagierenden Özkan, aber dann kann er auch wieder nichts machen. Gnabrys Handlung schnell und macht das Ding rein. 2:1 für Bayern, ab in die Red Bull Arena. RB Leipzig hat hier die Partie klar in der Hand. In der ersten Situation, in der wir hier waren, gab es ja auch schon eine gute Chance. Es folgten noch einige ähnlich gute Möglichkeiten. Kevin Campbell wird hier nicht richtig angegangen und da kommt die nächste Chance. Michael Esser muss nicht eingreifen. Hannover kommt noch nicht so richtig aus dem Knick, ist hier erstmal darauf bedacht, hinten alles zu sichern, aber auch das klappt nur so bedingt. Es steht aber noch zum Glück der Hannoveraner 0:0 nach, ja, eben knapp 19 gespielten Minuten. Michael Esser legt sich den Ball hin und wird den Ball gleich weit auch nach vorne dreschen. Es war ein guter Saisonstart der Hannoveraner, auch wenn das die 2 Punkte in der Tabelle nicht unbedingt repräsentieren. Aber eben, wie vorhin schon angesprochen, kann man damit zufrieden sein. Jetzt kommt Wallace, warum macht das nicht selber? Nochmal rübergelegt, Wood, aber nur ans Außennetz. Die Riesenchance hier für Hannover, mit der ersten Torchance zuzustechen. Wood macht's nicht, wir geben aber nach Düsseldorf. Da steht's schon 0:2. Und Hoffenheim kommt schon wieder. Kramaric, Bittencourt und wieder Bittencourt. Das ist der Wahnsinn. 22. Spielminute. Düsseldorf wird hier eiskalt erwischt. Bittencourt ist viel zu frei. Macht hier den lupenreinen Hattrick. Ayhan kann nur noch reingrätschen, kommt aber nicht mehr ran. Also 3 Tore hier. Wir geben mal dahin, wo es knapper ist. Und zwar nach Mainz. Gute Möglichkeit gerade für Mainz, hier das 1:0 zu machen. Mateta kam aber nicht ran. 25 Minuten etwa von der Uhr. Die Partie ist nicht viel besser geworden, aber auch nach unten hat sich nicht so viel getan.
Wir warten eigentlich auf das erste Tor. Mateta! Zuletzt hatte er in der Bundesliga ja das erste Tor treffen können. Gegen Nürnberg war es da ein super Kopfball, der zum Erfolg langte. Hier muss Giefer nicht eingreifen. Ja, jetzt die neue und feste Nummer 1 bei den Fuggerstädtern. Der froh sein kann, dass er nicht aufs Tor kam. Ansonsten wäre er sicherlich ziemlich gefährlich geworden. Auf der anderen Seite gab es noch nicht so viel zu holen. Augsburg versteckt sich nicht, beziehungsweise verstecken wäre etwas zu viel des Guten zu sagen, aber sie haben noch nicht so viel nach vorne gebracht. Die Elf von Manuel Baum. Jetzt vielleicht. Gregoritsch macht den Ball gut fest. Kuh auf Hahn. André Hahn hat ja auch schon getroffen jetzt nach seiner Rückkehr. Gregoritsch, Richter! Na, endlich mal ein Abschluss, als hätte man es gerade herbeigesehen. Halbe Stunde gespielt, hier steht's 0:0. Wir geben in den hohen Norden VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Ebenfalls noch torlos hier. Grujic ist dabei. Köpke, ja, macht hier eine gute Partie in seiner ersten Startelf-Nominierung für die Hertha. Und über die Außen kommt Tor in München. Gefährlich nach vorne. Wir schauen hier noch kurz drauf und dann geben wir wieder nach München. Ja, ab nach München. 3:1. Das vierte Tor in dieser Partie. Jetzt zum ersten Mal richtig deutlich verteilt. 3:1 für die Bayern. Thomas Müller mit dem Doppelpack. Das Tor in der vierten Minute hat die Münchner richtig wach gekitzelt. Und jetzt geht es so richtig dahin für Bayer Leverkusen. Es steht 3:1, das heißt, der Weltuntergang ist noch nicht so ganz nahe wie in Düsseldorf, wo es ja bereits 0:3 steht, aber nach einer 1:0-Führung in der vierten sieht man nicht, dass nach 33 Minuten das 1:3 steht. Also Heiko Herrlich muss sich jetzt was ausdenken. Das war vielleicht etwas zu motiviert nach vorne, zu überhastet, und jetzt hat man den Salat im Wortsinne vielleicht nicht ganz korrekt, dieses Sprichwort, aber man liegt zumindest zurück und jetzt müssen die Gedanken kommen. Vielleicht mal so ein langer Ball von Lars Bender, der ist gut gespielt und da gibt's das Foul. Ja, richtig, Alario von Alaba gelegt. Sah schon komisch aus, wie Alaba da hingegangen ist, kennt man ihn normalerweise anders in solchen Situationen. Jetzt ist es sehr ungestüm, was er da macht. Nee, an Bailey natürlich das Foul, nicht an Alario, sorry. Aber jetzt die große Möglichkeit zum 3:2. Was ist das für eine Partie? Kevin Volland legt sich den Ball zurecht und versucht Neuer aus der Bahn zu werfen. Und er macht es auch. Mit etwas Glück an den Pfosten und dann rein. 37. Spielminute. Es steht 3:2. Was für eine Partie hier in der Allianz Arena. Da dachte man jetzt nach dem 3:1 wäre alles klar. Aber Pustekuchen, der Gästeblock. Er wacht wieder. Wir schauen nochmal drauf und dann gucken wir nach Leipzig, wo wir ja um 5 Tore zurückliegen. Ja, und vermutlich auch um 15 Torchancen, weil hier so viel noch nicht abgeht. Zuletzt haben wir eine Chance von Hannover gesehen. Das war bis dahin oder bis jetzt auch die letzte Möglichkeit in dieser Partie. Hannover hat nicht das Bedürfnis, hier viel nach vorne zu tun, nicht viel Tempo in die Partie reinzubringen. Man kann es ihnen nicht verdenken. Das ist auch ein unschätzbar schwieriges Auftaktprogramm mit Bremen, Dortmund zu Hause und in Leipzig. Da kann man mit den Resultaten bislang zufrieden sein. Füllkrug bringt den Ball hier rein, Kampel kann ihn aber erstmal abwehren. Augustin ist das auf Paulsen. Jetzt vielleicht mal über die schnellen Männer ein Konter. Augustin sehr gut dabei, aber Anton bereinigt das. Fehler in der Vorwärtsbewegung. Was ist das jetzt für ein Fehler von Esser? Paulsen schnappt sich den Ball. In der Mitte steht Timo Werner. Aber Kevin Wimmer ist dazwischen und verhindert das 1:0. Vermutlich in dieser Situation badet den Fehler von seinem Keeper aus. Wir geben weiter. Doppelchance gerade für Steffen, der aber nur erst an Jahrstein scheitert und dann den Außenpfosten trifft. Das Tor war leer, das ist die Riesenmöglichkeit, die wir gerade im Ansatz noch gesehen haben, für Wolfsburg auf 1:0 zu stellen, unmittelbar vor der Pause. Sie verpassten es. Und so steht es hier weiterhin horrorlos 0:0. Womit nach 45 Minuten die Berliner etwas besser leben können,
weil Wolfsburg in den letzten Phasen dieser Partie wirklich nach vorne drückt. Gerhard nochmal mit dem Ball, aber Jahrstein passt auf, schmeißt sich auf den Ball. Und dann dürfte die erste Halbzeit gleich auch vorbei sein. William nochmal, Köpke bringt dann den Ball jetzt weit nach vorne oder schnell nach vorne. Nein, hier ist Halbzeit, wir geben nochmal nach München, da wird noch gespielt. Und die Münchner kommen schon wieder kommen die Münchner und so. Schon wieder kommt auch das Tor. Robert Lewandowski mit dem 4:2. Da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Die Münchner Bayern machen vor der Pause Leverkusens Hoffnung nochmal zunichte. Wieder keine Chance für Özkan. Der ist perfekt platziert. Tah ist auch viel zu weit weg. Und Lewandowski mit seiner Qualität macht da das. Wir schauen auch nochmal nach Mainz. Da wird auch noch gespielt. Vielleicht da auch das zweite Tor jetzt in der Partie. Nee, das erste. Ja, genau, das erste fehlt uns hier noch immer, aber jetzt eventuell wieder auch ein Torwartfehler, wie schon eben in Leipzig, und jetzt wird er bestraft, hier in Mainz, und zwar Gregoritsch ist es, der das macht. Es gab eine Verletzungsunterbrechung jetzt in der Nachspielzeit noch, deswegen befinden wir uns bereits 7 Minuten über der Zeit, das geht alles so in Ordnung, und jetzt so ein Fehler von Müller, direkt in die Füße der Augsburger. Und dann ist Gregoritsch eben auch abgezockt. Brosinski steht auch schlecht. Müller kann seinen Fehler nicht mehr ausbaden. In den anderen Stadien ist mittlerweile Halbzeit. Und Augsburg kann jetzt doch noch das 1:0 vor der Pause machen. Wir haben es ja quasi herbeigeredet. Nicht 2 Tore waren gefallen, nicht eines. Aber jetzt ist es endlich da. 1:0 also für die Gäste. Mainz hat eine Riesenaufgabe. Im zweiten Durchgang ist sicherlich zu meistern, aber das war jetzt erstmal ein Schlag, den sie wegstecken müssen. Müller eben mit dem Fehler. Schauen wir drauf, wie sich das im zweiten Abschnitt noch entwickelt. Das war es erstmal mit der ersten Halbzeit aus der Konferenz. Wir schauen in der Pause auf die Resultate und dann geht es hoffentlich spannend im zweiten Abschnitt weiter. Jo, hier sehen wir einmal die Halbzeitergebnisse im Überblick. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ich habe es wahrscheinlich vorm Spiel auch schon gesagt. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Jetzt so in der Halbzeit. Gleich geht's natürlich weiter. Checkt auch gerne die anderen Videos auf dem Kanal aus. Da sind unter anderem die anderen 4 Bundesliga-Partien dabei oder 2. Liga und 3. Liga. Aber naja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß dabei. Wir starten in Düsseldorf den zweiten Durchgang, wo wir einen Blick auf Leonardo Bittencourt nochmal werfen konnten, der hier 3 Tore erzielen konnte und Düsseldorf jetzt vor eine Riesenaufgabe in der zweiten Halbzeit gestellt hat. Wie können sie damit umgehen? Man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass sie jetzt alles riskieren werden, um im Endeffekt das Torverhältnis komplett zu zerstören, aber sie versuchen hier zumindest den Ansatz. Gieselmann und Duxch kommt auch ran, aber das ist dann weit vorbei. Wir schauen hier kurz auf Sobotka. Ja, ein bisschen sinnbildlich, aber okay. Von den Düsseldorfern momentan funktioniert so keiner richtig. Hoffenheim macht es aber auch auf der anderen Seite richtig gut. Das ist eben eine Top-Mannschaft und eine ganz andere Qualität, die sie hier aufs Feld bringen können. Und das sieht man im Spiel, in der Taktik und auch im Endeffekt auf der Anzeigentafel. Aber jetzt hätte Zimmermann Düsseldorf auf die Anzeigentafel bringen müssen. Das 1:3 hätte hier vielleicht nochmal etwas scharf gemacht. Das muss das 1:3 sein. Klare Sache, wir geben weiter nach Leipzig. Hannover kommt, gefährlich, Bebu. Ähnlich kläglich wie der Abschluss gerade in Düsseldorf. Da bin ich fast etwas sprachlos, wenn ich mir diesen Abschluss anschaue. Da hat er deutlich mehr Qualität, um den so zu versemmeln. Aber gut, der linke Fuß dann etwas abgerutscht und im Endeffekt geht der Ball dann eben gut 7, 8 Meter vorbei. Und ich denke, das ist nicht übertrieben. Peter Gulaschi legt sich den Ball zurecht, ja noch mit dem Nationalteam unterwegs gewesen, mit Ungarn. Unter anderem auf Griechenland getroffen, aber das ist jetzt gerade nicht die Sache. Wir schauen nochmal hier drauf. Gulaschi hat den Ball. Wir geben weiter.
Wolfsburg will hier das 1:0. 55 Minuten gespielt, aber Jahrstein mit seiner Größe sichert er sich diesen hohen Ball, fängt ihn ohne Probleme ab. Duda, Meier, das ist eine herausragende zentrale. Grujic Tor noch Düsseldorf. Dazu. Ab nach Düsseldorf, das nächste Tor. Florian Grillitsch mit dem 0:4 und er hält sich schon ein wenig zurück hier mit dem Jubel nach 58 Spielminuten. Das ist etwas heftig. Düsseldorf hatte gerade die Möglichkeit, auf der anderen Seite das 1:3 zu erzielen. Und Hoffenheim macht aus den Chancen, die sie bekommen, eiskalt die Treffer. Für Rensing nichts zu machen. Unten rechts rein. 0:4 ist jetzt letztendlich alles entschieden. Ab in die Allianz Arena. Wo man sich fragen muss, ob dieses 4:2 schon die Entscheidung bedeutete, zumindest die Vorentscheidung. Aber Leverkusen versucht es zumindest, aber es wirkt auch etwas unglücklich und hilflos. Bayern macht das jetzt gut, diese 2-Tore-Führung werden sie sich nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Ansonsten würde Kovac sicherlich die ein oder andere Extra-Trainingseinheit noch schieben lassen, aber danach sieht es nicht aus, auch wenn Leverkusen immer wieder nach vorne kommt. Der Abschluss fehlt doch. Im letzten Abschnitt noch die letzte Passsouveränität kommt einfach nicht an, sodass es zu keinen gefährlichen Abschlüssen kommt. Im zweiten Durchgang noch kein Torschuss von Leverkusen und Bayern kann lauern. Thiago jetzt dazwischen, gibt einen Eckstoß. Schauen wir uns zumindest mal an, aber wir sehen es. Thomas Müller 2 Tore gemacht aus 4 Torschüssen. Das ist souverän und so steht es dann im Endeffekt auch 4:2 auf der Anzeigentafel. Leverkusen muss sich dann ab der nächsten Woche Gedanken machen, wie man die 3 Punkte aufs Konto bekommt. Gegen Bayern wird es wohl nicht. Wir schauen hier nochmal drauf. Wenn daraus nicht wird, geben wir weiter. Kurz vor der Pause konnte ja Gregoritsch das 1:0 für die Gäste machen und jetzt kommt Augsburg schon wieder. Richter, super Ball, Kuh auf, Hahn und da ist Jonathan Schmid. Aber Müller hält den Ball fest und jetzt geht es in die andere Richtung. Maxim und weil Jonathan Schmid relativ weit aufgerückt war, gibt es jetzt die Riesenmöglichkeit. Quaison, Robin Quaison mit dem Schuss scheitert an Giefer. Hinter Elgar klärt. 20 Minuten noch auf der Uhr, jetzt wird sie richtig spannend. Philipp Mwene auf Baku. Alexandru Maxim, Augsburg kriegt gerade keinen Zugriff. Nia KT. Super Hackentrick, Maxim, und der geht rein. 73. Spielminute, der Ausgleich. Mainz mit dem Ausgleichstor und das haben sie sich jetzt verdient. Konnten sich da gerade richtig festsetzen. Und das ist von Nia KT überragend gemacht, aber auch nur, weil es funktioniert. Und dann ist der Schuss für Giefer verdeckt. Wobei, so verdeckt ist er gar nicht, aber er weiß nicht, ob da Hinteregger noch rankommt. Dann verschätzt er sich und so steht es für Mainz. Jetzt Remis und Augsburg muss sich ärgern, den Ball nicht rausgeklärt bekommen zu haben. Ab nach Wolfsburg. Wo wir etwas neidisch auf die torreichen Partien schauen, auch wenn es in Leipzig ebenfalls noch 0:0 steht, so wie hier jetzt kommt. Hertha, Viertelstunde noch auf der Uhr. Kalou, Ibisevic, gut gespielt. Grujic, Riesenmöglichkeit für Pascal Köpke. Das muss es sein. Der hat in der zweiten Liga bewiesen, was er für einen Abschluss haben kann. Hier verzieht er auch nur haarscharf. Da wollte er es zu schön machen. Der muss einfach mit Wucht raufgehämmert werden. Wir geben nochmal vor der dramatischen Schlussphase nach München, wo ja schon alles entschieden sein dürfte. Ja, mittlerweile schwindet die Hoffnung, dass Leverkusen das nochmal machen könnte. Goretzka, das ist jetzt super gespielt. Ribéry, wie sie sich da rauskombinieren. Lewandowski, 5:2. Wenn vorher nicht schon alles klar war, ist es das jetzt. 78. Spielminute. Leverkusen wird zerschossen. 10 Gegentore jetzt nach 3 Spielen alleine. Das ist eine bittere Bilanz. Also Bayern führt mit 5:2. Hier ist die Partie logischerweise entschieden. Özkan kriegt den Ball nochmal durch die Beine. Wir geben nach Düsseldorf, wo die Partie ja auch mit dem 0:4 auch sicherlich klar ist. Ja, es hat sich ein klarer Gewinner herauskristallisiert und das hochverdient. Düsseldorf versucht alles. Schulz klärt, Zuber, Akpoguma. Das lösen sie jetzt auch gut und spielerisch Kramaric, aber mit dem Fehler Zimmermann, das war jetzt ein bisschen fahrlässig von Kramaric. Hennings auf Marvin Ducksch.
Und der war drin. Die Uhr vom Schiri zappelt. Wir schauen drauf. Ja, und das sieht alles korrekt aus. Düsseldorf kann sich also doch noch einmal feiern, auch wenn das hier ziemlich heftig, deftig am Ende zu Ende gehen wird mit 4 Gegentoren. Haben sie den Ehrentreffer erzielen können. Dirk Schmidt seinem ersten Bundesligator für Düsseldorf. Schön gemacht und ja. So steht es dann eben 1-4. Dennoch ist hier alles klar. Baumann hätte gerne zu 0 gespielt, aber das ist Makulatur. Ab nach Leipzig. Das eine von 2 Spielen noch ohne Tor. Das hätte Leipzig aber gerade gerne verhindern können. Kopfball aber weit vorbei. Keine große Gefahr. Und dennoch ist auch Hannover hier noch nicht abgemeldet. Es gibt aber nur einen Eckstoß. Der Schuss von Wood wurde mit der Hüfte abgewehrt. Vorm Gästeblock geht da Bebu hin und wird den Ball gefährlich reintreten. Zumindest ist das so der Wunsch der mitgereisten Hannoveraner. Die Möglichkeit ist da, hier zu gewinnen, aber der Eckball ist viel zu weit. Und etwas verschenkt, so eine Situation. Jetzt gibt es Einwurf für Leipzig, die Möglichkeit zumindest zuzustellen. Doch Hannover will auch nicht zu viel riskieren. So 0-0 gegen Leipzig ist ja auch gar nicht verkehrt. Für Leipzig würde das deutlich schlimmer sein am Ende. Und dennoch hätte Hannover mit diesem Eckball gerade mehr machen können. Jetzt kommt Bruma aber nochmal. 87. Tor in Wolfsburg. Wir gehen gleich nach Wolfsburg, wenn hier nichts passiert. Werner Anton, es hat den Ball. Ab nach Wolfsburg. Der Lucky Punch sitzt. Renato Steffen mit dem 1-0 in der 86. Spielminute. Also doch noch das Tor in der Partie. Kein 0-0 in der Volkswagen Arena. Super durchgesteckt. Hertha hat alles riskiert. Ungewöhnlich für Pal Dardai. Seine Mannschaft so offensiv am Ende aufzustellen, dass sie sogar den sicher geglaubten Punkt noch herschenken. 1-0 für Wolfsburg. Mal schauen, ob Hertha nochmal antworten kann. In Mainz ist es ja auch noch spannend. Die Mainzer konnten ja durch Maxim ausgleichen, doch Augsburg will auch den Dreier haben. Ebenso wie Mainz. Hahn mit der Vorlage und Richter macht es! 88. Spielminute, wir kommen ja haargenau richtig. Hahn mit der Übersicht, Richter alleine vor Müller, aber auch wenn Mainz ehrenwert nach vorne spielt, den Sieg für die Heimfans einfahren will, so fahrlässig darf man sich da nicht präsentieren. Nicht gegen eine Mannschaft wie Augsburg, die weiß, solche Räume auszunutzen. Mit Hahn, ein super Konterspieler über die Rechtsaußen haben. Und ja, Marco Richter macht's dann. 1-2, 88. Spielminute. Wir geben nochmal nach Wolfsburg. Schafft Hertha noch den Ausgleich? Er schaut nicht danach aus. Jahrstein nochmal mit dem Abstoß. Aber Roussillon ist dazwischen. Tor in Leipzig. Die Partie hier ist aus. In Leipzig scheint sich jetzt doch noch ein Gewinner herauszukristallisieren. Und es sind die Gäste. Maina mit dem 1-0 in der 93. Spielminute. Hannover 96 setzt auf den Lucky Punch von Wolfsburg noch einen drauf. Wirklich in der letzten Minute passiert hier das 1-0. Gulaschi ist chancenlos, kann nur ungläubig hinterher schauen. Und Maina mit seinem ersten Bundesligator. Oben kommen die Endergebnisse aus den anderen Stadien rein. Leipzig startet also auf jeden Fall mit 3 Partien in die Saison ohne einen Sieg. Sie könnten glücklich sein, wenn sie jetzt hier noch einen Punkt erobern, aber das glaube ich nicht. Lange dürfte hier nicht mehr gespielt sein. Wir sind ja schon in der letzten Minute der Nachspielzeit angelangt. Und eventuell dürfte dieses Last-Minute-Tor das Ganze hier entschieden haben. Und das hat es auch. Mainz verliert 1-2 durch einen späten Treffer von Marco Richter, auch gegen Augsburg. Und Hannover sichert sich den ersten Dreier in der Saison in Leipzig. Der dürfte besonders gut schmecken, weil man damit einfach nicht hätte rechnen können. Er ist der Matchwinner. Lindenmeiner eben in der 93. gesehen. Wir schauen nochmal nach München, wo es 5-2 zu Ende gegangen ist. Der FC Bayern kann sich
gebührend feiern lassen. Das war eine Gala-Vorstellung. Rechts schauen wir nochmal auf alle Endergebnisse. Leipzig 0:1 gegen Hannover. Mainz verliert 1:2 gegen Augsburg. Wolfsburg gewinnt 1:0 gegen Hertha. Hier Bayern gewinnt 5:2 gegen Leverkusen und Düsseldorf. Kriegt eine richtige Abreibung von Hoffenheim mit 1:4. Das war's aus der Konferenz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie ja am Ball. Bis dann. So, das war die Prognose zur Konferenz. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, wahrscheinlich zum dritten Mal schon in diesem Video. Hier seht ihr nochmal die Ergebnisse aus der Konferenz im Überblick, die Tabelle dazu. Die anderen Spiele, also Dortmund gegen Frankfurt und die drei, die noch unten stehen, die gibt es separat in einem anderen Video. Gab es gestern schon auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung, also einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Morgen kommt dann noch die Vorschau zum Spieltag ohne Prognosen, FIFA, sondern einfach nur mein Gelaber. Aber das war's jetzt mit dem Video, ist eh schon lang genug. Vielen Dank bei euch. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.